gehen wir nun auf den Punkt ein, Pierre Vogel wäre intolerant anderen Religionen gegenüber. Dabei muss zunächst die Definition von Intoleranz herangezogen werden. Das Gegenteil davon, also die Toleranz, stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie ertragen, durchstehen, aushalten oder erdulden, aber auch zulassen. So tritt die Toleranz dann ein, wenn zum Beispiel jemand eine Meinung hat, mit der jemand anderes nicht übereinstimmt, diese aber dennoch geduldet, also toleriert wird. Uns ist es daran gelegen, friedlich miteinander zu leben, das ist ganz logisch. In Sure 16, Vers 125 ruft der Allmächtige Gott dazu auf, wie wir uns mit den Menschen verhalten sollen. Er sagt, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wa maw'idhatil hasana wa jadilhum bilati ahsan." Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und disputiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Das heißt, wir sind offen. Aber man muss diskutieren und nicht beleidigen. Man gibt ein gutes, Islam ist schön. Das ist unser Glaube. Wir als Muslime glauben, Islam ist schön. Wer es nicht schön findet, da können wir auch nichts zu tun. Wer es nicht schön findet, wir können ihn nicht dazu zwingen, es schön zu finden. Natürlich als Muslim haben wir natürlich unsere Differenzen, sage ich mal, mit den Christen, unsere Meinungsverschiedenheiten. Aber trotzdem muss ich sagen, dass diese Werte, die vermittelt worden sind, wie zum Beispiel die Werte von Nächstenliebe, die Werte von Hilfsbereitschaft, die Werte auch von Zivilcourage, dass das mich sehr geprägt hat im weiteren Verlauf des Lebens. Die Werte, dass man für andere Menschen Verantwortung übernehmen muss, weil das ist etwas, was sowohl Christentum als auch Islam lehrt. Wie wir sehen konnten, ist Vogels Einstellung nicht mit der eines intoleranten Menschen zu vereinbaren. Was aber ist von Frontal 21 gemeint, wenn sie ihn für intolerant erklären? Dies bezieht sich darauf, dass Vogel den Islam für die einzige Wahrheit unter den Religionen hält. Sei stolz auf deine Religion, sag die Wahrheit. Ist nicht verboten zu sagen, Islam ist der einzige wahre Weg. Warum sagen wir das den Leuten? Warum? Wir sagen das nicht den Leuten, um jemanden zu bekämpfen oder um jemanden fertig zu machen oder um jemanden zu beleidigen oder weh zu tun. Im Gegenteil. Wir sagen das den Menschen, weil wir für jeden Menschen, egal, auch wenn er nicht Muslim ist, wir wünschen ihm das Beste. Und das Beste, was wir ihm geben können, ist Islam. Ist diese Art des Denkens also wirklich zu kritisieren? Wenn ja, dann müsste jeder, der sich einer Religion zuschreibt, jeder Geistliche, wie zum Beispiel der Papst, oder jede Religionsgemeinschaft als intolerant angesehen werden, da jede Religion für sich in Anspruch nimmt, die Wahrheit zu sein. Hier kritisiert Frontal 21 also etwas, das nicht zu kritisieren ist, in dem Sinne, dass es etwas Außergewöhnliches oder Radikales wäre, das man fürchten oder verachten müsse und letztendlich für den Beitrag nicht relevant ist. Demnach wurde diesbezüglich durch unter anderem mangelnde Recherche seitens Frontal 21 ein leichtfertiges Urteil über den deutschen Islamprediger gefällt, welches ihn in ein schlechteres Licht stellt beim Zuschauer und darüber hinaus zur Förderung weiterer Vorurteile beiträgt. Kein offener Aufruf zur Gewalt, aber auch kein Wort der Verständigung und des Dialogs mit Andersgläubigen. So auch Pierre Vogel. Kein offener Aufruf zur Gewalt, aber auch kein Wort der Verständigung und des Dialogs mit Andersgläubigen. Hierbei muss die manipulative Wirkung dieses Satzes beachtet werden, da das alleinige Erwähnen von Gewalt, auch wenn es gar keinen Aufruf dazu gibt, dem Zuschauer unterschwellig das Gefühl geben könnte, dass sich der Aufruf im Verborgenen doch abspielt. Besonders da die Rede von kein offener Aufruf zur Gewalt ist. Und das von Frontal 21 definierte Gegenteil dazu, also der Dialog mit Andersgläubigen, angeblich nicht stattfindet. Auf Vogels Internetseite jedoch findet man Videos, in denen eben dieser Dialog mit einem Pfarrer beispielsweise oder mit Anhängern der Zeuge Jehovas stattfindet. Wie also stellt sich ein Dialog nach den Vorstellungen der Leute hinter Frontal 21 dar? Auch dazu vertritt Pierre Vogel eine klare Meinung. Sondern ein Dialog, den man führen will, und das ist leider ein Missverständnis vom Dialog, ein wahrer Dialog kann nur entstehen, wenn sich beide Seiten als gleichberechtigte Gesprächspartner ansehen, und wenn nicht irgendeiner davon das Monopol zur Kritik hat. Weil mittlerweile ist es leider so, dass es so aussieht, als wenn halt die nicht-muslimische Seite das Monopol zur Kritik hat und die muslimische Seite nur mit dem Kopf nicken muss. Ja, Entschuldigung, ich bin auch Muslim, tut mir leid, ja, wir sehen das so. Des Weiteren, selbst wenn es keinen Dialog mit Menschen anderen Glaubens gäbe, ist dies dann etwas, was man kritisieren muss, so wie der Fernsehbeitrag den Eindruck erwecken will? Wenn ja, dann müssten auch hier alle Menschen kritisiert werden, die sich einer Religion zuschreiben,
sich aber nicht in Religionsangelegenheiten mit anderen Glaubensgemeinschaften austauschen. Betroffen wären viele Menschen, und zwar aller Glaubensgruppen, denn nicht jeder Christ tauscht sich mit einem Juden aus. Nicht jeder Jude tauscht sich mit einem Muslim aus. Nicht jeder Muslim tauscht sich mit einem Buddhisten aus und so weiter. Erneut also kritisiert Frontal 21 etwas, was gar kein wirklicher Kritikpunkt, sondern etwas völlig Normales ist, das dem Zuschauer jedoch als etwas Negatives verkauft wird. Wir konnten sehen, dass es viele Ausschnitte aus Pierre Vogels Vorträgen gibt, die man durchaus hätte zeigen und damit der Berichterstattung einen völlig anderen und weitaus positiveren Charakter hätte geben können. Es folgt ein weiterer Ausschnitt, auf den wir genauer eingehen werden. Wer hat die Sklaven von Afrika in die USA gebracht? Wer war das? Subhanallah. Wer war das gewesen? Waren das die Muslime gewesen oder war das die westliche Kultur, die sich mit dem Christentum identifiziert? Der Erste Weltkrieg? Die westliche Kultur, die sich mit dem Christentum identifiziert. Der Zweite Weltkrieg, die westliche Kultur, die sich mit dem Christentum identifiziert. Die Atombombe haben nicht die Muslime geschmissen, sondern hat die westliche Kultur geschmissen, die sich mit dem Christentum identifiziert. Derartiges, so Vogel, sei doch nur Aufklärung, um islamisches Selbstbewusstsein zu stärken. Man darf nicht nur auf die Muslime zeigen und zeigt dann gleichzeitig mit drei Fingern auf sich, sondern das ist eine Tatsache, eine historische Tatsache. So eine historische Tatsache kann man nicht als Hetze bezeichnen. Für die Soziologin Nela Kelek hingegen führt solches Denken erst zu Abgrenzung, dann zu Gewalt. Vogel betont, dass dies allerdings nicht als Kritik an das Christentum gedacht sei, sondern Ziel sei es vielmehr, in Zeiten von Islamophobie und allgemeiner Angst vor dem Islam aufzuzeigen, dass in der Menschheitsgeschichte die meisten Gewalttaten, Kriege oder Ungerechtigkeiten nicht islamischen Ursprungs waren oder von Muslimen ausgeführt wurden. Dennoch wird dieses Aufzählen der, wie er sagt, historischen Tatsachen kritisiert. Wir machen einen Sprung in eine andere Fernsehsendung. Ebenfalls auf dem ZDF bei Johannes B. Kerner war der Medienmanager Jürgen Todenhöfer zu Gast und äußerte sich ähnlich wie Pierre Vogel. Doch wo dieser noch vom ZDF-Fernsehmagazin Frontal 21 kritisiert wird und gefragt wird, ob diese Aussagen nicht Hetze wären, bekam Todenhöfer interessanterweise Zustimmung und Applaus. Ich glaube, dass wir im Westen die Welt nicht erobert haben durch die Großartigkeit unserer Ideen, die Großartigkeit unserer Werte, die Großartigkeit unserer Religion, sondern dadurch, dass wir viel gnadenloser Gewalt angewendet haben als andere. Und wenn ich jetzt noch ein Stückchen ernster werden darf, es waren ja keine Muslime, die auf Kreuzzügen 4 Millionen Menschen massakriert haben. Es waren keine Muslime, die im Kolonialismus 50 Millionen Menschen umgebracht haben. Und es waren auch keine Muslime, die den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mit 70 Millionen Toten angefangen haben. Und es waren keine Muslime, die 6 Millionen Juden umgebracht haben. Sondern es war die Gewalttätigkeit der westlichen Welt. Und man muss das einfach mal festhalten. Und ich glaube, man muss auf der einen Seite die Vergangenheit bewältigen, aber man muss auch die Gegenwart bewältigen. Und wenn man über die Opfer von Al-Qaida spricht, und ich wiederhole nochmal, für mich sind Al-Qaida Täter, Mörder, dann muss man auch über die Opfer der westlichen Politik im Irak und in Afghanistan sprechen. Ich will es nicht künstlich runterbrechen, aber... Ist es so, wie Vogel sagt, dass Kritik von muslimischer Seite nicht gern gesehen oder gar akzeptiert oder als radikal angesehen wird? Nimmt man den Fall Todenhöfer, so hat es zumindest den Anschein, dass es ihm als Nicht-Muslim gestattet ist, solche Aussagen zu machen, ganz im Gegensatz zum Muslim Vogel, dessen Verhalten mit Hetze in Verbindung gebracht wird.